Hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wollte ich mich mit euch darüber unterhalten, wie der Wiedereinstieg in das CB-Funkgeschäft funktioniert hat. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt einfach dran. Vor ein paar Tagen in dem Unboxing-Video habe ich ja bereits gesagt, dass es ein paar Neuerungen gibt im Bereich CB-Funk. Und da ich ja früher, ja, in noch jungen Jahren ganz gerne halt auch CB-Funk gemacht habe, damals war es wirklich ja eine Art Hype und es war auch wirklich immer ein spannendes Hobby. Und da wollte ich halt herausfinden, ob dieses Feeling von früher heute immer noch übertragbar ist. Und erstmal zum einen auf den CB-Funk-Kanälen selbst ist immer noch was los. Also es ist erstaunlich, wie viel Verkehr, wie viel Traffic dort ist und wie schnell man Kontakt zu anderen Stationen hat, die ja auch irgendwann mal wieder eingestiegen sind oder einfach dabei geblieben sind. Und es war also überhaupt gar kein Problem, sich dort irgendwo in ein QSO wieder einzuklinken und wieder Fuß zu fassen. Die Leute haben einen alle sehr herzlich wieder aufgenommen und ja, gerade mit dieser Hintergrundgeschichte, dass man bereits vor etlichen Jahren ja auch schon CB-Funk betrieben hat, war das Ganze dann auch wirklich leicht, weil ähnliche Geschichten wie meine findet man dort ja zuhauf, würde ich fast behaupten. Also zum Punkt 1. Ja, es ist was los. Punkt 2. Mit SSB. Ganz mal so die Erfahrung aus meiner Sicht. Dadurch, dass jetzt die 40 Kanäle auf den Seitenbändern jetzt auch offen ist mit 12 Watt, ist natürlich auch noch eine neue Komponente, eine neue Variante mit eingestiegen. Und ja, und das macht die Sache natürlich auch noch ein wenig interessanter. Und gerade jetzt mit dem Gerät, was ich quasi vorgestellt habe, was ich mir gekauft habe, ist das Ganze auch legal und postalisch. Ja, und wie jetzt die Resonanz, beziehungsweise inwiefern dort schon auch Verkehr ist, meistens hält es sich um Leute, die ein ähnliches Gerät gekauft haben. Es gibt da auch Geräte von Albrecht, die auch SSB können. Von daher, ja, so langsam tastet sich der Markt auch daran. Es bedarf natürlich der Kaufwille des Konsumenten und der bestimmt ja dann quasi, wie vielfältig und in welche Richtung das Ganze dann jetzt weitergetrieben wird. Am Ende muss man wirklich sagen, also ich habe einige Begegnungen gehabt, auch auf SSB, und es ist ein wenig, ja, ich will nicht sagen komplizierter, aber halt anders. Das Sprechen an sich ist natürlich gleich, man muss zwar ein bisschen die Frequenzen abstellen, und hier hat es sich auch wirklich gelohnt, das Gerät im Vorfeld von einem Fachbetrieb durchmessen zu lassen, weil ich hatte gar keine Probleme. In der Regel habe ich den Drehregler auf 0 und somit brauche ich, wenn überhaupt, nur wenig Tuning, um dann die Station vernünftig zu hören. Und mit einer mobilen in 25 Kilometer, also die noch nicht mal sonderlich hoch stand, ein einwandfreies QSO zu führen, ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ja, und ich führe natürlich im Moment auch noch eine kleine Dokumentation, wie weit komme ich mit welchem Band, wie ist die Verständigung. Ich werde euch natürlich auch preisgeben, mit welchem Equipment ich halt funke, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Weil das Ganze ist ja auch immer sehr variabel. Habe ich natürlich die Möglichkeit, an einem 20, 30, 40 Meter Mast eine 5/8 Lambda-Antenne mit einer
Höhe von insgesamt dann, keine Ahnung, 50 Meter irgendwo anzubringen und habt ringsrum nichts, dann komme ich vermutlich auch mit 3 Watt und sehr wenig Sendeleistung sehr weit. Ja, aber bin ich natürlich, sage ich mal, baulich oder bautechnisch eingeschränkt, wird das Ganze natürlich schon problematischer. Von daher möchte ich da auch euch zeigen, inwiefern, mit welchen Mitteln ich wie weit gekommen bin. Dann kann man sich in etwa vorstellen, okay, wenn ich jetzt eine bessere Antenne habe oder einen freieren Raum, dass ich dann dort noch weiter komme, das ist dann klar. Retro, natürlich habe ich weniger Möglichkeiten oder eine schlechtere Bedingung, räumlich bedingt, dann komme ich natürlich weniger weit. Das muss man natürlich auch immer für sich ein wenig mit beachten. Also es gibt da keinen Standardsatz, dass man sagt, Punkt X, ich komme jetzt mit CB-Funk so weit. Theoretisch ist es eigentlich endlos möglich, ja, aber man hat halt zu viele Faktoren, die das Ganze ein wenig aufhalten. Und hier kommen wir schon wieder zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist der: Man kommt recht schnell wieder ans Basteln und das gefällt mir auch besonders gut. Es ist einfach nicht so, wie das Handy einzuschalten und dann sich mit irgendjemandem zu unterhalten. Nein, es ist ganz was anderes. Die ganze Geschichte fängt schon damit an, dass man erstmal überlegen muss, okay, wo stelle ich jetzt die Antenne hin? So, und als nächstes kommt dann, ist der Platz, wo ich die hingestellt habe, auch gut? Ja, dann fängt man an, die Stehwelle zu messen. Man merkt, es ist gar nicht so prall. Dann fängt man an, die Antenne wieder raufzusetzen, runterzusetzen. Und in meinem Fall bin ich, sage und schreibe, einen ganzen Tag lang, ja, Trepp rauf, Trepp runter, Trepp rauf, Trepp runter. Ich kann euch sagen, die Beine tun weh. Und wer jetzt behauptet, CB-Funk wäre kein Sport, da kann ich sagen, weit gefehlt. Aber das ist ja nicht alles. In meinem Fall ist es dann so passiert, dass mir tatsächlich der Stecker vom Dach gefallen ist. Ich habe gesagt, ist nichts passiert. Na, was soll an so einem Metallstecker schon passieren? Es ist genau auf die Spitze gefallen und somit war natürlich innen drin quasi die Seele gebrochen. Was fängt man an? Lötkolben raus und man fängt wieder das Löten an. PL-Stecker ab, PL-Stecker dran gelötet. So, endlich wieder dran gemacht, weil man hat sich ja gewundert, egal welchen Standpunkt man halt wählt, dass man eine Stehwelle von 3 hat. Naja, aber das ist halt natürlich, jeder weiß, ja, Stehwelle, sag ich mal, von 1,1 bis 1,5 ist tolerabel, naja, 1 bis 2 geht gerade noch alles drüber, nimmt schon jede Menge Energie weg, na, und ab 3 wird es gefährlich für die Endstufe. Und um das zu vermeiden, möchte man natürlich wirklich das Maximum rausholen, das habe ich dann auch getan, aber bis man da erstmal hintergekommen ist, dass es an dem kaputten PL-Stecker liegt und das Ganze nochmal zusammengebraten hat und dann endlich zum Laufen gebracht hat, ja, das hat halt gedauert. Und indes läuft man Trepp ab, Trepp rauf, Trepp ab, Trepp rauf. Und hier kommt wieder der Einwand, CB-Funk kann auch Sport sein. Nun ja, und das ist jetzt erstmal so mit Aufbau, mit Denken, oh, wo kommt die Antenne hin, mit der technischen Variante. Man muss auch mal ein Kabel durchmessen können, man muss auch mal ein Kabel wieder anlöten können. Man muss sich ein bisschen auskennen, auch jetzt, ne? Man muss halt so ein paar Basics haben, mit denen man arbeiten kann, wo man halt sagen kann, alles klar, wenn mal was ist, ich kann mich drum kümmern. Das gefällt mir auch schon sehr gut, weil das ist so, ja, eine sehr handwerkliche Tätigkeit und die macht auch Spaß. Das ist, ja, oftmals auch einfach basteln. Nun gut, zum Fazit kann ich wirklich jedem empfehlen, der Interesse daran hat, mal wieder einzusteigen. Entweder einfach nur die alten Sachen aus dem Keller zu holen und das Ganze nochmal zu probieren. Ja,
Und ich denke mal, alles Weitere ergibt sich dann. Wer dann noch weiterhin Spaß daran hat, auch was zu basteln, sich zu verbessern, sich mit anderen auszutauschen, auch aus dem Thema, der ist da ganz gut aufgehoben. Die Community ist wirklich absolut freundlich und nimmt jeden wieder gerne und herzlich auf. Insofern kann ich auch nur sagen, wer es probieren will, soll sich ruhig trauen. Und ja, vielleicht hört man sich ja dann auch mal wieder auf CB. Ansonsten wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß bei euren Unternehmungen. Bleibt gesund und wie sagt man? Ach ja, 5573. Bis bald. Ciao.